Der richtige Schatz hier. Erstmal schön Geld davor. Nicht viel, aber besser als gar nichts, ne? Sag ich mal so. Der Magie. Steigert die Magie. Nimm mit, können wir nämlich entzaubern. Das ist nicht wirklich gerade viel, aber immerhin etwas. Hätten wir wohl nicht gehabt, wären wir da nicht durchgekommen. Das ist gut, das zu wissen. Da haben sie wenigstens mal was gemacht, damit man nicht zu den Orten kommt, wo man vorher schon, wo man dann schon hin muss. Es gibt zum Beispiel bei Fallout 3 Quests, die kannst du einfach mal komplett überspringen. Das finde ich auch ziemlich... Naja, es hat seine Vorteile, aber es ist auch irgendwo ein bisschen dämlich. Ich meine, es gehört zur Story dazu. Ah, hier sind wir. Wo der Aschehaufen liegt. Gut, dass wir uns mit dem Bogen durchgefeiert haben, also. Sonst hätten wir wahrscheinlich wohl ein paar Probleme gehabt. Na gut, ein paar, wahrscheinlich wohl viele Probleme. Was haben die denn hier gemacht? Haben die hier versucht, was auszugraben? Anscheinend. Nicht Geld. Ne, den Zahn drin, das sah aus wie ein Geldbeutel. Ah, verdammt. Finde ich übrigens auch schön, dass sie es lange mal so gemacht haben, dass wir Geldbeutel da rumliegen hat und nicht irgendwie so ein paar Münzen, die einfach so oder so im Stack rumliegen. Ist auch ein bisschen, naja, falsch. Ist da nicht aus. Wow, spin to win. Und ich würde jetzt mal sagen, das war genug gezockt, das war auch genug von mir gelabert. Oh, Sturmmacher noch beschwören, das nehmen wir mit. Ups. Das war genug gezockt, das war genug gelabert. Ich mache jetzt hier einen Hard Save, das heißt einen richtigen Save und... Ach, ja, okay. Ein Hard Save und sagt dann auf jeden Fall mal bis dahin. Ich werde sowieso so schneiden, dass ihr es dann sowieso nicht mitkriegt. Also mit dem, dass ich jetzt hier aufhöre. Bis dann. Hallo! Ja, nachdem wir jetzt hier den Dings ausgeräuchert haben, den Dungeon, können wir mal weitergehen, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit dem Schneiden, wie ich es geschnitten habe, aber auf jeden Fall werdet ihr ja hier weitersehen. Das ist in Ordnung. Ist es ein bisschen Zeit vergangen, jetzt kann ich wieder weiter zocken. Was machen wir? Was machen wir? Magicka brauchen wir mal ein bisschen. Was möchte ich jetzt skillen? Das ist das Problem. Ich bin momentan übrigens ziemlich am Überlegen, ob ich wirklich alles skillen möchte, was ich mir vorgenommen habe. Ich meine, Schleichen wird definitiv geskillt werden, aber so ein paar Sachen, also einhändig wird auch geskillt werden. Aber so ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich wohl noch ein bisschen, ja, ausfallen lassen müssen. Habe ich jetzt in Alchemie eigentlich schon geskillt? Alchemie habe ich schon einen reingeskillt, also Alchemie werde ich wahrscheinlich wohl auch noch machen. Aber hier die ganzen Caster-Skills, ich weiß nicht, ob es klappen wird, weil man hat eine begrenzte Anzahl von Talenten natürlich. Ist ja klar, weil das wäre ein bisschen overpowered sonst. Und da muss ich mir wirklich überlegen, was ich damit mache, also wie ich das machen möchte. Begib dich, was war es gerade? Akademie, na gut, Akademie können wir schon hingehen, aber wir können da jetzt erstmal auch zur dunklen Bruderschaft hingehen. Haben wir gar nicht einen Mapmarker drauf. Das Horn, das können wir natürlich auch noch machen, die Quest, aber ich weiß nicht. Dunkle Bruderschaft oder... Machen wir erstmal die dunkle Bruderschaft, komm. Karte. Da unten sieht man den Pfeil. Genau hier müssen wir hin. Und zum Malen müssen wir nach Falkenring. Dann suchen wir uns mal wieder so einen Kerl. Stelle von Weißlauf. Oder Weißläuf oder... Weißlauf, doch Weißlauf. Ach, diese Namen, ey. Oh. White Run in Englischen heißt es. Deswegen, ich finde das so schrecklich. Ich wundere, ich habe gerade einen Rundschluck Milch getrunken. Tut nämlich gut. Für den Hals, haben wir nicht so viel Husten. Ja, ist gut, Kollege. Ich möchte nach Falken. Wo ist Falkenring? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja, mach ich gern. Oh, ich halte das Mädchen. Gut, dass ich jetzt keinen weiblichen Charakter spiele. Sonst hätte er nämlich gesagt, irgendwie hier... Da hätte ich nämlich gedacht, der würde mich ansprechen. Es ist schon lustig, wenn er sowas sagt, während ich einen weiblichen Charakter spiele. Ich habe aber Gott sei Dank gerade keinen weiblichen Charakter. Wobei, bei meinem anderen Save, den ich auch nebenbei spiele, habe ich einen weiblichen Charakter. Und das wäre natürlich dann ziemlich böse. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nö. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ja, ist klar, er will sich das Geld einheimsen. Ich werde wohl weiter Wache halten.
Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber be... Leck mich doch, komm hier. Gucken wir erstmal hier, was wir so Schönes finden. Wir wollen ja jetzt zur dunklen Bruderschaft, ne? Da müssen wir... Benehmen werden wir uns auf jeden Fall. Aber sowas von, ne? Also... Nord, ne? Und so. Irgendwo in die Richtung muss die dunkle Bruderschaft sein. Und bevor ich es vergesse... übrigens, glaube ich, habe ich mittlerweile das Problem gefixt. Bei mir ist das Game schon lange nicht mehr abgestürzt. Das liegt am Sound. Also ich habe es jetzt Sound anders mal eingestellt. Klappt jetzt super. Ich glaube, es war auf irgendwie 16 irgendwas. Ich muss mal nachgucken. Wenn es jemand interessiert, schreibt es in die Kommentare rein, dann kann ich es euch schreiben. Also sollte euer Game auch immer abstürzen. Wenn nicht, ja, dann braucht es halt nicht reinschreiben. Was ist die Musik des Lebens? Wow, das ist gruselig. Die Laute... Nein, Trommeln! Ha, Schreie. Eine Art Chor mit Gesang, ja, ist klar. Willkommen zu Hause. Ja. Ich kann auch mal so reden, aber ich glaube, dann wird keiner mehr zuhören wollen. Allgemein labere ich schon manchmal zu viel und manchmal viel zu schnell. Wenn es irgendjemand stört, tut mir leid. Ab und an mal bin ich halt ein bisschen schnell. Das kommt mal vor. Kann man hier was klauen? Ja. Ah, endlich. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Ja, klar. Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Willkommen in der Familie. Ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ihr findet in ganz Himmelsrand keinen sichereren Ort. Also macht es euch gemütlich. Ich muss gerade wieder husten. Tut mir leid. Schon bald, Schätzchen. Schon bald. Oh, Schätzchen. Ich bereite einen Auftrag für euch vor, brauche aber noch etwas Zeit. Bis dahin solltet ihr Nasir aufsuchen. Er hat vielleicht ein paar kleinere Aufträge zu vergeben, mit denen ihr euch über Wasser halten könnt. Okay. Die Mutter der Nacht wird schon bald eintreffen. Dann werden die Dinge hier garantiert noch interessanter. Ja, wo ist denn die Mutter? Ach ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Möge sie euch gute Dienste leisten bei all euren Vorhaben. Wer solche Freunde hat, ... Stellt euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Sie können es alle kaum erwarten. Warum liegt das Zeug hier? Kann man das mitnehmen? Moment, ich mach mal eben ganz kurz Quick Save. Schattenschuhe, Schattenrobe, Schattenkapuze, offene Schattenkapuze und Schattenfaustbänder. Warte mal, Schattenfaustbänder, was ist das denn? Hä? Okay. Gucken wir uns mal an, aber ich konnte es auch ohne Probleme mitnehmen, also hat mich keiner jetzt irgendwie hier angehauen. Darfst du nicht mitnehmen, halt da, also, ist gut. Novizenrobe, offene Kapuz, bla bla. Doppelte Schaden bei Schleichangriffen mit Einhandwaffen. Ah, cool. Das ist toll. Naja, das gleiche, oder? Ah, nee. Mit Einhandwaffen. Überraschungsangriffe verursachen doppelten Schaden. Ah. Schattenkapuze, Schleichnis um... Da, Preise. Das ist viel besser als das. Das ist 10-mal besser als das. Zerstörung kostet... das ist auch nicht schlecht. Schattenrüstung. Na, da bleibe ich lieber bei meinen Dings. Aber das können wir da reinpacken. Machen wir nämlich mal die... Die verkaufen wir unsere Lederrüstung. Die brauchen wir nicht mehr. Die gibt nämlich 31. Und ich glaube, die hier gibt besser, oder? Jo, 33. Schattenschuhe kann sich lautlos bewegen. Und Schattenstiefel kann sich lautlos bewegen. Nimm natürlich die. Sonst was? Nö. Wow. Sieht ja jetzt episch aus. Wow. Also jetzt richtig episch. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Früher war die dunkle Bruderschaft an die fünf Gebote gebunden. Naja, die fünf Gebote. Aber wir halten uns schon seit Jahren nicht mehr daran. All diese Regeln, all die Disziplin und seht nur, was am Ende aus der dunklen Bruderschaft geworden ist.
Wir sind die Letzten. Oh. Und wir leben nach unseren eigenen Vorstellungen. Es gibt keine mehr? Das ist natürlich scheiße. Respektiert einfach eure Familie. Wenn ihr das tut, ergibt sich alles andere von selbst. Ich vermute mal, das Zeug hier lag da für Leute. Ja, hab ich davor. Alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Sittis. Verfasser unbekannt. Oh, Sittis. Das mache ich jetzt wirklich mal für die Leute, die sich wirklich für die Dunkle Bruderschaft interessieren. Die können sich das mal durchlesen. Weil Dunkle Bruderschaft ist schon wirklich ein geiler Haufen. Das muss man echt mal sagen. Ich habe es mir schon durchgelesen, also das ist kein Problem. Beziehungsweise ich kann es mir auch durchlesen gleich, also in der Aufnahme. Dafür gibt's ja Pause-Funktion, oder die Pause-Funktion, also die Pause-Funktion. Ach, die Pause-Funktion. Pff, was laber ich schon wieder? Gibt's hier was Schönes zu klauen? Schmiedeschürze. Was will die Frau mit einer Schmiedeschürze? Übrigens sehen wir jetzt sie mal richtig, ne? Oh, Schätzelein. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Ist das im Schrank drin? Nö. Du könntest den Dolche klauen, aber pff, es ist nur ein Eisendolch. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag. Ja, du wiederholst dich. Nochmal, nochmal. Spielt den Teil, wo er versucht, euch Süßigkeiten zu kaufen. Gut, in Ordnung. Dann mal los. Oh, ihr seid aber ein hübsches, kleines Mädchen. Möchte das Zuckerstück ein Zuckerstück? Oh ja, wie wäre es mit etwas Schokolade? Oh ja, bitte, werter Herr. Mama und Papa haben mich allein gelassen und ich bin so hungrig. Ich kenne eine Abkürzung zum Süßigkeitenladen. Durch diese Gasse hier. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Oh weh, hier unten ist es aber finster. Oh, aber ihr seid so wunderschön, so ein strahlendes Lächeln. Eure Zähne, nein. Ach, Babette, ihr seid wirklich schlimm. Was ist mit euch, Festus? Gefällt mir, ist lustig. Wie ist euer letzter Auftrag gelaufen? Oh ja, bitte, alter Mann. Erfreut uns mit euren Geschichten der Magie. Ach, die Jungen und Unbedarften machen sich immer über die Erfahrenen und Genialen lustig. Mein Auftrag ist bestens gelaufen, das kann ich euch sagen. Hab einen neuen Zauber ausprobiert, etwas, woran ich in meiner Freizeit gearbeitet habe. Ich war so nah dran, diesem Priester das Innerste nach außen zu kehren. Oh, echt eklig. Lecker. Und was ist mit eurem letzten Auftrag, Arnbjörn? Irgendetwas mit einem Khajiit? Ein Kaufmann, nicht wahr? Oh, ein großer Wauwau, der eine kleine Katze verfolgt. Wie süß. Die Pointe habe ich nicht ganz verstanden, also. Ich bin nicht süß. Es war nicht lustig und er war kein Händler. Er war ein Khajiit-Mönch. Ein Meister des Stils des flüsternden Fangzahns. Aber jetzt ist er tot. Und ich habe einen neuen Lendenschurz. Das ist böse. Wo muss man mit so ein paar Leuten unterhalten? Wen haben wir denn hier? Hier war doch ein Khajiit. Da ja hier. Willkommen, mein Bruder. Willkommen in unserer Zuflucht. Uns beizutreten war die richtige Entscheidung, glaubt mir. Vertraut einfach Astrid und befolgt ihre Befehle und ihr werdet hier keine Probleme haben. Der gefällt mir vom Aussehen her, der ist cool. Einst grün. War ich eine Schattenschuppe, ein Meuchelmörder im Dienste des Königs der Schwarzmarsch. Von der dunklen Bruderschaft ausgebildet seit dem Tag meines Schlüpfens. Ah, aber das ist ein Leben lang her. Reinten. Heute bin ich der Letzte meiner Art. Meinen Orden gibt es nicht mehr. Jetzt diene ich Astrid und dieser Zuflucht. Ich bin zum Töten ausgebildet und mein Dasein hat wieder einen Sinn. Das Leben ist gut. Ha, also eine Schattenschuppe, die keine Schattenschuppe mehr ist, weil der König von Schwarzmarsch keine Assassinen mehr zur Dunklen Bruderschaft schickt. Das ist ein bisschen komisch.
Aber wenn man bedenkt, dass das Game 200 Jahre nach Oblivion spielt, also wo Oblivion noch war, da gab es noch Schattenschuppen und sowas alles, also ist trotzdem ein bisschen komisch. Können wir noch was klauen hier? Ich meine hier. Tenets, also da stehen hier die Gebote drauf. Wer das lesen kann, kriegt einen Keks. Obwohl, nee, lieber nicht. Nachher kann es jemand doch lesen, das wäre natürlich schlecht. Können wir hier noch was klauen? Ich meine, wir sind zwar Assassinen, aber warum dürfen wir nicht klauen?